Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des ManyPods. Mein Kollege Massimo ist heute leider nicht dabei, aber er lässt euch alle ganz lieb grüßen. Wir dachten uns am Anfang unserer Podcast-Zeit, dass wir neben inhaltlichen Beiträgen auch Porträts machen wollen. Porträts von Aktion, Organisation und auch eben Personen. Deshalb möchte ich mit euch heute den Blick einmal auf Hamburg richten, auf Eimsbüttel, um genau zu sein, und mit Asmara von Asmara's World sprechen. Asmara's World ist ein gemeinnütziger Verein und ja, verfügt über viel Erfahrung und Kompetenzen in Bezug auf die Arbeit im Bereich Flucht und Migration. Sie sind aktiv in Familienzusammenführung, Begleitung und Beratung in jeglichen Lebenssituationen von Geflüchteten, also Asylverfahren, Jobcenter, Ärzte, Behördengänge etc. etc. Kostenlose Kurse zu den Themen Sprachförderung, politische Bildung, Kompetenztrainings, Computerkurse, Vermittlung rechtlicher Grundlagen etc. etc. Und sie sind natürlich auch ein wichtiger Player in Bezug auf die Anti-Arbeit in Hamburg. Ja, ich spreche heute mit der Gründerin Asmara. Wenn ihr Asmara's World, und das ist schon jetzt ganz wichtig, unterstützen wollt, dann geht einfach auf deren Website asmaras-world.de und da findet ihr direkt auch einen Link zum Spendenkonto. Ich glaube, ich kann das hier schon mal vorwegnehmen, weil gerade in Zeiten von Corona ist es unglaublich wichtig, dass wir Vereine wie diesen unterstützen. Ja, Solidarität ist der Schlüssel, so der Untertitel von Asmara's World. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Asmara. Hallo Asmara, wie geht's dir? Hi, gut, danke und selbst? Ja, mir geht's auch ganz gut. Es regnet draußen, es ist ziemlich kalt, aber ich habe mich hier mit dem Podcast-Equipment in meiner Küche verbarrikadiert und freue mich auf das Gespräch mit dir jetzt gleich. Tito. Okay, stell dich doch für unsere ZuhörerInnen kurz vor. Mein Name ist Asmara. Nachname braucht keiner wissen. Geboren bin ich im saftigen Süden Deutschlands. Bin seit meinem 4. Lebensjahr in Hamburg und habe 2015 angefangen, über Facebook mein Ehrenamt mitzuteilen und es hat sich seitdem sehr viel entwickelt, es ist viel passiert. Ende 2016 habe ich dann mit Freunden zusammen den Verein Asmara's World gegründet, wobei nicht viel darüber nachgedacht wurde, wie das denn mittlerweile ist. Es ist immer noch komisch für mich zu sagen, hi, ich bin Asmara von Asmara's World. Aber Ursprung war einfach nur One Woman Army, also Leute unterstützen und das tolle Netzwerk von Hamburg nutzen. Hat mir da viel Hilfe geholt von jeglichen Seiten, von den Antifa-Gruppen, Kaffee-Exil, etc. pp. Und mittlerweile ist es eine gute Bewegung geworden. Viele Menschen sind bei uns Mitglied. Und ja, wir haben jede Menge Action. Okay, super. Dann sprechen wir jetzt gleich über die Anfänge des Vereins, was ihr konkret macht. Und dann können wir später ein bisschen allgemeiner noch über Anti-Ra-Arbeit, Empowerment, Community Organizing sprechen und wie wir aus der Scheiße rauskommen. Ja, gerne. Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Es begann alles als One-Woman-Army und dann hast du dir Hilfe geholt von deinen Freundinnen. Kannst du mit uns in der Zeit nochmal zurückgehen und uns erzählen, wie alles angefangen hat, wie du überhaupt zu diesem Job gekommen bist? Es hat angefangen, dass ich Leute oder beziehungsweise Leute auf mich zugekommen bin, die ich kennengelernt habe bei der Arbeit. Ich war Laborfahrerin. Und was warst du? Auf einmal Laborfahrerin. Laborfahrerin? Labor, Bluttransport. Ah, okay. Genau, das war ich am Ende. Ich habe viele kleine Jobs gemacht, immer Ping-Pong, so wie viele Migranten. Ohne jetzt wirklich einfach Geld verdienen und bin dann auf einmal in den Camps gelandet. Mhm. Und war umgeben von Leuten aus meinem Land und habe dann auch auf Feiern auf einmal viele Eritreer kennengelernt, was ich nicht kannte. Und die haben dann natürlich Hilfe bei mir gesucht und auf einmal war ich, ohne dass ich es verstanden habe, schon da drinnen total fest involviert und habe den Job auch dann gelassen, weil ich auch keinen Bock mehr darauf hatte und habe angefangen, Leute ehrenamtlich zu unterstützen. Und da ich in Hamburg groß geworden bin, kenne ich halt viele Menschen und habe dann angefangen, Leute um Hilfe zu bitten. Und so kommt dann eines zum anderen. Und mittlerweile sind wir ein junger Verein, der viel reist. Viele Leute, die selber hier mal hinzugezogen sind, sind Teil des Vereins, sind Mitglieder des Vereins, tragen den Verein,
sind aktiv und das Netzwerk drumherum unterstützt uns halt. Also Asmaras World e.V. ist also ein gemeinnütziger Verein in Hamburg in Eimsbüttel, oder? Genau, ich komme aus Eimsbüttel, habe da auch viel Support erhalten aus dem Bezirksamt raus und deswegen, wir sind zwar in ganz Hamburg unterwegs, aber Kern ist Eimsbüttel. Okay, du hast als Laborfahrerin gearbeitet und hast beim Bluttransport die Situation in Flüchtlingsheimen gesehen. Und hast du dann auch direkt in dem Camp angefangen zu organisieren? Also ich habe jetzt nicht in den Camps angefangen, den Leuten zu helfen, sondern die Leute haben den Weg zu mir gefunden. Und ich habe halt angefangen, die zu begleiten beim Jobcenter und so. Und dann waren halt die Hindernisse, wo man auch einfach selber wusste, Alter, wie geht denn das? Weil auch wir Migranten lernen nicht, wie man sich vor Behörden stark macht oder was jetzt rechtens ist und was nicht. Aber durch Menschen, die mitbekommen haben, was ich tue, haben mir auch ganz viel Wissen zugespielt und ich dann noch mehr gelernt habe und angefangen habe, dann wirklich für die Menschen regelrecht zu kämpfen, dass sie ihre Rechte einfordern. Und das war einer der Hauptbestandteile von der Arbeit. Das hat angefangen so Ende 2014 und 2015, ich muss selber überlegen. Aber ich glaube, 2015 haben Kollegen mir gesagt, so ey, erzähl mal deine Storys bitte, weil ich hatte halt echt krasse Erlebnisse bis zu dem Zeitpunkt. Und auch Freunde haben mich angerufen, die Sozialarbeiter sind, weil halt Asmara ist der Name der Hauptstadt von Eritrea, das heißt viele. Und ich war auch immer so, seit Kindheit so, ne, Eritrea. Das heißt, jeder hatte sofort eine Verbindung zu mir, als dann die ganzen Menschen hier waren. Und ich wurde von jeder Seite angerufen. Auf einmal sollte ich Dolmetscher spielen. Ich habe die Sprache nur zu Hause gelernt. Dachte so, Alter, Mama, was heißt dieses Wort? So hing ich erstmal. Geil. Bis heute noch. Sie ist mein Dictionary. Es gibt kein Tigrinya-Wörterbuch online. Es gibt eigentlich nicht so Gutes, deswegen ist sie mein Dictionary. Mhm. Und einfach machen. Einfach helfen. Mit Händen, Füßen, Arztsachen, Krankenhaus, Jobcenter, Bundesamt. Und dann habe ich halt gesehen, was hier so passiert und war so, Alter. So, ich dachte, nie geht's schlecht in Hamburg, aber hier ging's Level up und dann ging's halt los. Und dann haben sich ganz schnell Freunde solidarisiert, mich unterstützt und halt wirklich ohne großartigen Masterplan eigentlich. Einfach machen. Jetzt macht ihr Familienzusammenführungen, Begleitung, Beratung, hast du gesagt, also auf Ämtern, genau. Im Jobcenter wahrscheinlich, genau. Asylverfahren. Was macht ihr noch so für Sachen? Ich musste mich halt viel durchlesen, mir Unterstützung holen und mache auch mittlerweile Anhörungsvorbereitung fürs Asyl, jegliche Behördensachen, Unterhaltsvorschuss, Kindergeld, Elterngeld, Jobcenter, Grundsicherung. Eigentlich mit allem, womit die Menschen nicht klarkommen, was verständlich ist, wo keiner Zeit dafür hat, das ist eigentlich das, was wir übernehmen. Und Familienzusammenführung ist das Gleiche. Es ist so ein Aufwand, Familien dabei zu begleiten. Es werden viele Sachen von denen erwartet, die sie einfach nicht auskommen können, weil sie nicht wissen, wo und wie. Ja. Das heißt, dadurch, dass das immer wieder gemacht wurde, ist jetzt mittlerweile eine Erfahrung dabei. Und halt auch durch die ganzen verschiedenen Personen und die viele oder die Anzahl an Personen ist natürlich eine Erfahrung entstanden, wo sie halt sehr gut beraten können. Mhm. Und sich auch viele gut einfach aufgehoben fühlen, weil sie auch hören, ne? Mhm. Hier, diese Person war da und hat das und das erreicht, diese Person hat das. Und somit sind wir eigentlich noch nie auf Werbung oder sowas angewiesen gewesen, weil wir halt das, was keiner macht, im Endeffekt machen. Ne? Wenn du uns jetzt mal so eine Beispielgeschichte erzählen würdest, welche Station quasi durchläufst du immer mit Leuten, denen du hilfst oder mit denen du zusammenkämpfst? Sehr viel Wiederholung als Station und immer wieder neue Geschehnisse. Also sei es beim Jobcenter anzurufen. Der eine Mitarbeiter sagt dies, der andere sagt das. So, oder auch die anfangs prägenden Sachen für mich war zum Beispiel das 2015, wo ja so viele hierher gekommen sein sollen, dass die Behörden so überlastet waren, dass sie gar nicht wussten, wem sie jetzt was sagen oder was sie mir erzählen. Dass ich dann mit einer Familie, das war eine Mutter mit 5 Kindern, die das Asyl erhalten hat und es gibt halt finanzielle Brücken, also wenn man einen Asylantrag stellt zum Beispiel, ist man bei der Grundsicherung, also Asylantragsteller. Mhm. Kommt eine Entscheidung im positiven Sinne, sind sie halt berechtigt zu arbeiten, haben eine Arbeitserlaubnis, eine Aufenthaltserlaubnis und scheiden dann aus der Leistung der Grundsicherung aus und müssen dann zum Jobcenter überwandern. So. Und es wird halt echt eine Menge verlangt. So. Besorgt deine eigene Krankenversicherung. Wann hast du den Bescheid bekommen? Ab dem Tag hast du keinen Anspruch mehr hier. Du musst jetzt darüber. Und
die Leute haben halt einfach keinen Aufenthaltstitel bekommen. Sie haben nur die Information bekommen, du kriegst noch einen Termin. So, aber deren Aufenthaltsgestattung war schon abgelaufen, die wurde nicht mehr verlängert, weil es hieß, du kriegst ja einen Titel, warte auf deinen Termin. Somit sind sie aus der Grundsicherung rausgefallen und wurden beim Jobcenter nicht angenommen, weil sie keinen Aufenthaltstitel hatten. Und es ging dann hin und her. Mhm. Und die Familie kam auf mich zu, da waren die schon 3-4 Monate ohne Geld. Und ich bin dann mit denen dann in jegliche Behörden. Ich bin ins Bundesamt, ich bin zur Ausländerbehörde. Bundesamt sagt, nein, Ausländerbehörde ist zuständig. Ausländerbehörde sagt, Bundesamt ist zuständig. Und ich bin da echt hin und her und dachte so, Alter, was jetzt? So, bis die dann irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, mal ein Infoblatt zu erstellen. Also ja. Kommunikation zero innerhalb der Behörden. Und ja. Wenn man dann auch noch mal eine Sprachbarriere hat und einfach mal fast gar nichts spricht, man ist ausgeschmissen. Ja, wollte so. Ich dich gerade fragen, auf welchen Sprachen existiert dieses Infoblatt? Es wurde einfach in Deutsch ausgehändigt an die Menschen, aber im Endeffekt wurde gesagt, hier. Und damals war es ja auch so, dass in der Ausländerbehörde oft Sprachmittler dabei waren, die das dann immer kurz übersetzt haben. Mhm. Aber allein die Info erstmal, das hat, also ich hatte in der Zeit, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Menschen, die das gleiche Problem hatten, sodass ich schon am Ende bekannt war in der Ausländerbehörde, warum ich mal wieder da bin. So, ich war einfach Dauergast. Ich war Dauergast im Jobcenter, Dauergast in der Ausländerbehörde, hab dann alles, was ich terminiert habe, so, natürlich war meine Sprache sehr gefragt. Das heißt, ich hatte einen riesigen Spielraum, wo ich was mache und wann. Und das habe ich dann halt auch genutzt. Und dann so terminiert, dass ich morgens die Leute mit den Behörden abarbeiten konnte. Und dann habe ich auch Pläne gemacht, so, okay, wie viele rufen mich gerade aus welchem Bezirk an, dass ich die dann alle in eine Stelle zum Beispiel, wenn ich wusste, keine Ahnung, Altona, rufen mich 5 Leute gerade die Woche an, dann habe ich die alle zu einem Tag nach Altona geordert, sodass ich sie dann Stück für Stück arbeiten konnte. Und somit halt haben mich die Behörden halt auch alle geahnt, weil ich erstmal lautmauf bin, so, bin nicht leise. Wenn ich mich aufrege, dann rege ich mich auf. Und ja, somit hat es dann halt auch angefangen, dass viele halt einfach nicht mitbekommen haben. Und ich habe halt dann, weil Freunde meinten auch dann so, erzähl das mal bitte der Welt so. Und dann habe ich einfach eine Facebook-Seite aufgemacht und sie hat mal das Wort genannt. So, dann habe ich alle angefangen zu erzählen. Und das hat ganz viel, irgendwie, keine Ahnung, Aufmerksamkeit bekommen, dass viele auf mich zugekommen sind, auch die Leute von Welcome United und so. Ja. Aber das war so ein typisches Ding, ne? Oder Familienzusammenführung. Also ich kann dir ein Buch erzählen über die. Aber es ist halt wirklich dieses Verlorene und nicht mal irgendwie jetzt nur die Sprache, sondern auch für Hamburger ist das anstrengend. Also für mich war das anstrengend. Ich muss es echt mehrmals durchkommen, bis ich gecheckt habe, was da eigentlich für ein Fehler gerade steht. Mhm. Und die Geduld, ne? Die Zeit, die Geduld, das ist halt so, was von den Menschen erwartet wird, von Seiten der Behörden und was überhaupt umsetzbar ist, sind 2 verschiedene Schuhe. Und das ist halt, ja, bis heute nicht anders. Ja, ja, du kannst ein Buch erzählen, gerne, dafür bin ich da quasi. Ich schneide alles mit. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wovon du redest. Ich begleite auch gerade einen Kumpel in, sagen wir mal, vielerlei Hinsicht bei Behördengängen. Und das Problem ist einfach, ich bin zwar Deutsch-Muttersprachler, aber ich check ganz oft selber nicht, was in den Briefen drin steht. Es ist einfach zu kompliziert. Genau. Es ist einfach zu, ja. Ja. Okay. Das ist das. Und wenn man dann irgendwann mal die Sprache geknackt hat und versteht, was die da labern, oder sorry, was die da erzählen, oder was die einem gerade erzählen wollen, dann auch nochmal zu unterscheiden, was hier ist gerade rechtswidrig, weil eine Menge Sachen sind rechtswidrig in den Behörden, muss man einfach sagen. Ja. Also ich wurde, bis Polizei kam, aus dem Jobcenter rausgeschmissen, weil ich gesagt habe, nee, ich wurde darüber ausgeklärt, dass die gerade Scheiße baut. Ich gehe hier nicht raus, ohne was Schriftliches von euch. Mhm. Und die haben auf Teufel komm raus versucht, mich da rauszukriegen. Ich meinte, nee, gebt mir was schriftlich, dann gehe ich. Solange ihr mir nichts Schriftliches gibt, möchte ich jetzt Geld für diese Person haben. So, entweder Geld oder eine schriftliche Erklärung, warum sie mich hier rausschmeißen wollen. Und wirklich zu sehen, die haben Druck gemacht, bis 3-4 Stunden habe ich da gesessen, mich mit der Teamleitung da gestritten. Bis dann die Polizei kam und am nächsten Tag, wo sie dann gesagt hat, so, ich gehe aufs Volle, am nächsten Tag war das Geld bei dem Herrn aufs Konto. Mit Eilantrag. Mhm. Ne, oder mit Eilüberweisung. Also da sieht man, wie krass die oft auch einfach aufgrund von seitens Überlastung der Mitarbeiter da, ne? Mhm. Arbeitsanweisung etc. Wie viel da eigentlich schief läuft. Genauso beim Bundesamt. Mhm. Da habe ich einfach Grundbescheide, also einfach, die machen einfach Copy-Paste, Entscheidung, Nationalität, tschüss, raus. Und dann einfach mal zu checken, was sie da gerade erzählen und was es da zum Beispiel für Argumentation gegen gibt. Am Ende habe ich Gerichtsprozesse alleine gewonnen. Ich habe einfach Copy-Paste gemacht und habe gewonnen. Also wenn man die Sprache dann versteht und sieht, was die sagen und was es für Gegenargumentation gibt, da braucht man gar nicht viel schreiben. Ja. So, hängt natürlich immer individuell zusammen,
Aber das war halt, wie gesagt, eine Menge Lesen, eine Menge Unterhaltung, eine Menge Fragen stellen, richtige Fragen stellen, bis ich und auch die anderen so gecheckt haben, okay, darum geht's hier gerade. Ja. Ja, und es hört nicht auf. Also es ist ein immer wiederkehrender Kreislauf. Neue Entscheidungen, werden die angezweifelt, sind die fehl, ne, sind die nicht rechtens? Also das ist halt, das wird, glaube ich, nie aufhören. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass es sehr auf jeden Fall vor mir tonnenweise Leute gab, die sich da stark gemacht haben, weil es ist halt im Endeffekt struktureller Rassismus. Ja. So. Mehr kann man es nicht nennen. Menschen werden einfach entmündigt und haben keine Rechte wie andere Menschen. Und Leute wie ich, die dann jetzt irgendwie mit als Kinder den deutschen Ausweis bekommen haben, haben ganz andere Zugänge. Ja, auf jeden Fall. Schon krass. Und ja, ich weiß nicht, du musst mich fragen, ich kann den ganzen Tag weiterreden, ne? Ja, oder sag mir irgendwas. Na, umso besser. Ich habe auch noch gelesen, dass ihr kostenlose Kurse macht für Sprachförderung, politische Bildung, Kompetenztraining, Computerkurse. Also wirklich, ihr habt ein richtig breites Spektrum, was ihr anbietet an Möglichkeiten. Erzähl uns doch mal ein paar Beispiele, zum Beispiel aus der politischen Bildung. Was macht ihr da? Politische Bildung, Menschen zu erklären, was ist Faschismus, was ist Rassismus, wo kommt es her? Wo beginnt Diskriminierung? Ne? Es ist ja auch ohne Ende Diskriminierung untereinander. Ja. Ja, schon bei den Dörfern an, wenn sie sich aus verschiedenen ethnischen Gruppen, aus verschiedenen Ortschaften, aus ihren Ländern schon anfangen, hier zu diskriminieren gegenseitig, gegen Frauen, ne? Dass wir halt da mit den Workshops geben und auch sie mitnehmen zu bestimmten Sachen. Ne? Wir haben sie Konferenzen mitgenommen, die Mitglieder. Wir haben Workshops gegeben, in denen wir mit denen das Thema zum Beispiel Gewalt gegen Frauen, Homophobie, immer mit Beispielen, ne? Mhm. Also die Workshops gehen meistens ein, zwei Tage und dann halt wirklich Beispiele, Gegenüberstellung, um denen dann näher zu bringen, so hier, Punkt, da geht's nicht weiter. Was ich ganz oft mache als Workshop, egal wo ich bin in Deutschland, so den das Asyl zu erklären, das weiß keiner. Mhm. Es wird ja auch niemandem erklärt, woher kommt Asyl? United Nations, ne? Die ganzen Zusammenhänge, das wissen die Menschen nicht. Deswegen sind sie auch meistens aufgeschmissen, wenn sie dann ihren Asylantrag stellen oder ihre Anhörung haben, weil sie gar nicht verstehen, was von ihnen verlangt wird. Für die ist einfach, mein Leben war schrecklich, ich musste da weg. Ja. So. Aber wie man das formuliert, was relevant ist, das wissen die Menschen nicht, weil es ihnen nie jemand gesagt hat. Und da fängt man auch schon an, in Hamburg oder in Deutschland zu gucken, wie viele von uns, die hier geboren sind als Migranten, wie viele von uns wissen das überhaupt? Ja. So, da geht's schon los. Dass auch dann Sozialarbeiter oder Betreuer oder whatever keine Ahnung haben, wie sie da jetzt ihre sogenannten Schützlinge da richtig begleiten oder betreuen. Ja. Das ist halt ein Wissen, was man nicht so bekommt. Da muss man halt sich wirklich mit der Materie beschäftigen. Und das ist einer meiner Standard-Workshops, halt wirklich das auseinanderzunehmen. Gerichtsverhandlungen, Argumentation, was ist Asyl, welche Sachen sind relevant, wenn man sagt Verfolgung oder Flucht. Ne? So, das ist halt wirklich... Und das geht alles mit rein in Antira und verschiedene Länder aufzuzeigen. Und Beispiel jetzt meinetwegen mache ich ganz viel in den letzten Jahren. Oh Gott, jetzt fällt mir sein Name an, Michael, wie peinlich. Wie heißt mein Lieblingsjournalist? Oh mein Gott, wie peinlich, das ist echt peinlich. Wie heißt er denn nochmal? Sag mal, really? Wie heißt mein Wikileaks? Oh mein Gott. Julian Assange. Julian Assange, oh mein Gott. Dass ich sein Beispiel nehme und erkläre, was Flüchtling bedeutet in der politischen Definition. Mhm. So. Und den auch näher zu bringen, hey, so, sind diese Sachen bei euch gegeben? Wenn nicht, worauf ist es bei euch relevant zu sagen, ich konnte da nicht mehr leben? Ne? Was ist die Definition? Und vor allem auch dann erst recht zu sagen, wo soll man auch dann jetzt irgendwie mal das beanstanden und sagen, Moment mal, so, bei uns ist diese und diese Situation und aus diesem Grund können wir damit nicht leben oder können wir nicht mehr da leben. Unsere Länder werden ausgebeutet, ne, das wissen sie alles nicht. Sie kennen nicht die Marshall Deals. Kennst du die Marshall Deals? Nee. Oder die Marshallpläne? Ach so. Wie zum Beispiel dieses ganze Business zwischen, ich habe ein Beispiel, was ich mir halt reingezogen habe, ich kenne jetzt nicht alle Marshallpläne, aber den letzten, den ich mir reingezogen habe zum Beispiel, war, dass in Ghana die Kakaobohnen nur nach Deutschland verschickt werden dürfen. Mhm. Die dürfen nicht verarbeitet hierher kommen. Also die dürfen da drüben nicht Geld daran verdienen. Im Endeffekt. Ja.
Wir verdienen viel weniger. Und das sind halt die Beispiele, die ich den Leuten halt näher bringe und sage, guck mal hier. Weil da findet man halt super Material auch online, dass sie auch die Bilder dazu sehen. Mhm. Ja? Einfach die Bilder, die zu erklären. So, das sind Sachen, warum ihr zum Beispiel spielt. Okay, bevor wir weitergehen in den Text, habe ich noch eine vielleicht ein bisschen umfangreiche Rückfrage. Also ich habe ja lange für die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland gearbeitet und ich hatte immer das Gefühl, dass es wie so eine Art Bruch gibt zwischen erste Generation, dann Refugees, zweite Generation und weitere. Und auch ich musste auch bei mir persönlich anfangen, dass ich erst jetzt überhaupt checke, jetzt wo ich selber in Anti-Abschiebekämpfen stecke quasi, was auch in meiner eigenen Familie so, das ist dann schon eine Weile her, ne, 70er, 80er, 90er, so abgegangen ist hier in Europa. Und frage mich ein bisschen, wie kriegen wir es hin, dass die Kommunikation da wieder besser wird und dass auch die Zusammenarbeit wieder besser wird? Also, ich denke, es hat viel, muss ich sagen, mit Egoismus und auch mit einem Identitätskomplex zu tun. Das ist, was ich oft erfahren habe. Von meinem kompletten Freundeskreis haben viele mir gesagt, Respekt, was du machst, ich kann das nicht. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Ja. So. Und da habe ich halt gesehen, das ist so ein Identitätskomplex. Man möchte nicht selber sehen, dass man auch einer von denen ist, weißt du? Man ist anders. Ja. Also ich habe ganz oft die Diskussion, dass das halt einer der Hauptprobleme ist. Oder auch wirklich aus meiner Familie, die Leute gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf dieses Thema. Mein ganzes Leben muss ich nicht darüber streiten, dass ich schwarz bin. So, ich habe jetzt meinen Job, ich habe mein Haus, ich will meine Ruhe. Ich habe keinen Bock auf irgendwelchen Gremien und Trainer zu sitzen und darüber zu streiten, wie ich zu behandelt werden habe. Ich bin Hamburgerin. So. Ja. Das habe ich ganz oft erlebt. Und Egoismus denke ich halt wirklich, dass sogar Leute von den Newcomers, die verstehen nicht, dass ich das aus Nächstenliebe mache. Die denken ganz oft, dass ich da Geld verdiene oder, ne? Also ich habe das ganz oft, diese Kurse, dass sie denken, ja, das macht sie doch nicht einfach so. Bis sie dann checken, das macht sie echt einfach so und dann leise werden. Mhm. Also der Egoismus der heutigen Welt ist einfach sowas von, weiß ich nicht, so hoch, dass man sich lieber in seinen Safe Space zurückzieht und bitte nicht mitbekommen will, was da los ist. Ja. So. Und auch die Menschen, die Hilfe erfahren, von den ganzen Hunderten, Tausenden, die ich unterstütze, ist ein Bruchteil stehen geblieben und meinte, Moment mal, das ist so krass, was du machst, ich bin auf deiner Seite. Sag, wenn du was brauchst. Und da habe ich Leute, die sind seit 5 Jahren mit mir. Weißt du? So. Ja. Ist aber halt auch nicht der größte Teil. Aber im Endeffekt, ja, es ist oft dieses, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, ja. Abwehrsystem eines Menschen, was ich halt erlebt habe. Ich habe viele gesehen, die sind damit nicht klar gekommen. Die kommen nicht mit der Macht klar, dass da oft Machtmissbrauch ist auf jeglichen Seiten. So, sei es von Weißen, die helfen wollen, oder auch von POCs und BPOCs, die helfen und auf einmal ihre Macht nicht verstehen und sie extrem ausnutzen. Ja. Ja, bis zu sexuellen Missbrauch. Habe ich alles schon gesehen. Ja. Bei Menschen halt mit der Macht, dass man sagt, okay, ich habe mir zum Beispiel ganz früh gesagt, ich hatte zum Beispiel auch nicht vor, eigentlich so mit Vereinigung, das war nie mein Plan. Da habe ich halt gesagt, ich stelle mich jetzt zur Verfügung, ausgenutzt zu werden. Das war meine Mentalität in dem Moment. Warum ich, glaube ich, bis heute noch nicht irgendwie Burnout hatte oder so. Mhm. Weil ich mit einer ganz anderen Sichtweise daran gegangen bin und auch alle um mich herum, wir sind so, wir machen. Es gibt kein, ich habe das und das für dich gemacht, du musst so und so machen. Gibt's nicht bei uns. Das war halt nie, und das sehe ich ganz oft. Ich habe doch so und so gemacht. Mir blüht der Respekt. Ich habe das und das gemacht. Nee. Entweder du machst es oder du machst es nicht. Keiner sagt, dass es einfach wird. So. Mhm. Aber das ist halt, was ich ganz oft erlebe. Also da haben die Menschen geholfen, jetzt müssen sie mit uns sich hinsetzen und Plenum halten, so. Nee, müssen sie nicht. Ja. Also du meinst, ja, und so bedingungslose Nächstenliebe eher als jetzt einen Tausch, also. Auf jeden Fall. Bedingungslose Nächstenliebe ist das A und O für den Begriff Loyalität. So. Mhm. Ich fordere Loyalität von Menschen. Ich fordere nicht ihre komplette Zeit, sondern ich gucke eher, kriege ich das umgesetzt, was die gerade brauchen. So, mhm. Und hat jemand das Durchhaltevermögen? Weil jegliche Prozesse dauern lange. Das ist nicht etwas, was man kurz macht. Und da geht schon los mit Community Organizing, weißt du? Ja. So, was will ich gerade? Will ich jetzt einfach hier zum Helfen? Dann schaut man, wo es hingeht. Aber die meisten Leute, das ist halt, was ich auch gemerkt habe, die haben dann immer so ihre Projekte und dann kommen sie mit ihren Projekten zu mir. So, wir haben hier das Angebot. Ja, wer hat sich denn danach gefragt? Du bist jetzt zu mir. Ja, das stimmt. Ja? Ist das jetzt meine persönliche Beobachtung? Aber es gibt so ein Ding. Also, als ich angefangen habe, in
den Gruppen eben auch selber aktiv zu sein, ist mir aufgefallen, es gibt krass viele Deutsche, die hier sind. Und dann, wenn so Second, Third Generation, BPOC, nenne ich sie mal, kommen, gibt es immer wieder diese Diskussion mit wer spricht und so weiter. Reflektiert euren Rassismus. Und das sagen die dann manchmal so weißen Deutschen gegenüber, die halt schon seit, ohne Scheiß, manchmal Jahrzehnten diese Arbeit machen und einfach fitter und mehr am Start sind als die Leute. Was ist das für ein Konflikt, der da verhandelt wird? Das ist ein anstrengender. Also ich sag mal so, die eine Sache ist, mit der Farbe in bestimmten Situationen einfach das anzuerkennen, wie der wie Migranten das allgemein aufnehmen und auffassen. So, wenn jemand sagt, das war gerade rassistisch, dann sollte der Weiße gegenüber das auch annehmen und ernst nehmen, sich damit beschäftigen. Mhm. Aber ich bin nicht die Person zum Beispiel, die sagt, nur Schwarze sprechen. Es gibt, finde ich, aber auch so Unterschiede. Also ist es eine politische Debatte über die Gleichberechtigung von Schwarzen? Weißt du, geht es in eine politische Richtung mit einem Sinn? So? Mhm. Heißt, wenn man jetzt meinetwegen die UN-Dekade, ne, gegen Rassismus oder so, da ist so eine Sache, wo ich sage, das ist ein Space for Black People. White People, kommt und bringt eure Expertise, aber mischt euch nicht ein. Wenn schwarze Menschen dann Fehler machen, dann machen sie ihren Fehler, dann lernen sie daraus. Ich brauche keinen Menschen, der mir erkennt, was ich nicht zu tun habe. Andernfalls wiederum habe ich das meiste von weißen Menschen gelernt, was meine Arbeit betrifft. Also ich kann da gar nichts gegen sagen. Ja. So, das sind die, die Zeit haben. Die beschäftigen sich damit. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, weißt du? Mhm. So, I take it, appreciate it. Und ich höre mir jeden an. Also für mich gibt es da keinen Unterschied. Aber ich habe halt auch oft erlebt, dass es so eine Diskussion gab. Und in einigen Punkten konnte ich es nachvollziehen. In einigen wiederum überhaupt nicht. Und ich bin halt auch nicht so ein Academic, weißt du? Ich bin genauso eine wie die. So sehe ich mich. Ich bin auch ein Rowdy gewesen, war auf Stop the World, war in meiner Teenagerzeit mit Tupac und Wu-Tang Clan unterwegs und habe Dog Life gespielt, weißt du? Ja. Ich fühle die. Das ist nicht in dem Plenum, die Sprache, die angewendet wird, ist nicht meine Sprache. Ja. So. Und wenn ich meistens Schwarze erlebe, sind das schon, muss man sagen, schon gut gebildete Menschen, die aber auch für mich nichts mit der Realität von mir zu tun haben. Ja. So, ich bin da überhaupt nicht zu Hause, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich kann es nachvollziehen in einigen Punkten, aber im Großen und Ganzen finde ich, es sollte man es unterscheiden. Und vor allem, wenn es um die Flüchtlingsfrage geht, wenn dann ein gut gebildeter schwarzer Mensch da sitzt und ein gut gebildeter Weißer und ein Flüchtling. So, was ist jetzt der Plan? Was ist das Goal? Ihr entscheidet doch gerade über die Menschen. Das bringt doch nicht so ein Schwarze wie Schwarze anmachen, weißt du? Und das finde ich halt ganz oft mit diesem Kontext. Okay, wie gebildet sind die Parteien an einem Tisch? Sprechen sie überhaupt die gleiche Sprache? So? Jetzt nicht Sprache, Language, sondern einfach die allgemeine Sprache. Ja. Auf welchem Niveau bewegen wir uns hier gerade? So, und das ist, finde ich, vielmehr das Problem. Auf welchem Niveau wird mit wem gesprochen? Wenn ich mit irgendjemandem 30 Jahre politische Arbeit sitze und meine Probleme erzähle und dann hatte ich auch die Situation, dass jemand meinte zu mir, wir sind hier in einer politischen Debatte. Ich wusste im Prinzip nicht gerade ein Scheiß, was es hier für eine Debatte ist. Meine Frage ist, warum unterstützt ihr die Menschen nicht, Deutsch zu lernen? Weil das ist soziale Arbeit, das ist nicht politische Arbeit, wo ich dann so dachte, ey, was labern die? Weil ich halt auch nicht auf dem Niveau unterwegs war. Oder auch nicht bin, weißt du? Ja. Ich bin praktisch. Leute, suffern, ich komm, let me try my best, let's go und goodbye, weißt du? Und wer bleibt, der bleibt und wer nicht, der nicht. So, aber ganz oft sind da so Ansprüche, die einfach nichts mit meiner mit der Realität zu tun haben, finde ich. Sehr viel Theorie, sehr viel so, was du auch meinst, mit so Analysen. Ich finde es wichtig, dass es sowas gibt. Ohne das kann ich gar nicht so wissen oder das Wissen mir aneignen oder mit Menschen sprechen. Es hat aber fast nichts mit meiner Praxis zu tun. Ja. Aber mal gar nicht. Ja. Und das so, ne? Da sollte man sich eher fragen, mit wem setzen wir uns hier zusammen? Und warum? Ja, wenn ich jetzt jemanden, wie gesagt, einen Jugendlichen, der mit 16 meinetwegen aus Sierra Leone geflohen ist und den Traum hatte, hier Geld zu verdienen und seine Familie drüben ein Haus zu bauen, so der weiter im Horizont gar nicht ist und dann nach 10 Jahren hier in Deutschland dann in so eine Diskussion über Black, White, Mitsprache, Partizipation reinballert, dann was erwarte ich dann? Das sind halt oft Situationen, die ich erlebe. So. Ja. Selbst für mich Partizipation benutzt, das Wort benutze ich seit 3 Jahren. Davor habe ich nie in meinem Leben gehört. Da muss man doch einfach ehrlich sein und sagen, hey, wo bewege ich mich? Was ist mein Umfeld? Ja. Und dann kommen meistens, also ich habe das meistens in solchen Situationen erlebt. Wenn es auf dem Niveau ist, dann sollten es wirklich Leute, die auf dem Niveau auch dementsprechend gebildet sind, diese Diskussion führen und nicht jemanden wie mich zum Beispiel da reinwerfen.
So, ich mache dann pur im Freestyle. Entweder ist das, was ich sage, für die genug, oder ich muss das aber diskutieren, weil die meine Meinung nicht akzeptieren wollen, weißt du? Mhm. So, und beide Seiten, nicht nur irgendwie die Weiße. Oft gab es auch dann Schwarze, nee. Unter Schwarzen gibt es keinen Rassismus. Ich so, ja, Diskriminierung, Rassismus, egal, ihr wisst, was ich meine. So. Ja, aber das nennt man nicht so. Mhm. Ja, oder Schwarzarbeit, das Wort benutzt man nicht. Alter, so nennen wir es aber. Wenn wir jetzt auch in eine politische Diskussion über eine Definition zu führen, ich wollte nur gerade sagen, Leute, die Schwarzarbeit haben. Weißt du? Und dann muss ich darüber diskutieren, dass ich diesen Begriff nicht benutzen soll. Das sind so Sachen, die mich dann oft verwirren. Ja. Und ich denke, what the fuck? Warum gibt's hier gerade? Wollt ihr mich jetzt hier belehren über Sprache? Dann macht mit mir einen Sprachworkshop, weißt du? Welche Wörter sind wie gemeint und worüber kämpfen andere Gruppen? Dann lerne ich was dazu, super. Aber guck mir nicht schief an, weil ich in Wort auch was zu euch gerade nicht Politiker korrekt ist, weißt du? So. Boah, ja, das ist ein ziemlich nerviges Problem. Ich habe es auch echt selber zu Genüge erlebt. Also wenn du nur noch über die Etikette laberst und nicht mehr über die Sachen selbst, also wenn du nur noch darüber redest, wie du illegalisierte Arbeit oder nicht legale Arbeit, keine Ahnung, schwarze Jobs bezeichnest und nicht mehr über die Arbeitsverhältnisse konkret sprichst, weiß ich auch nicht mehr weiter. Das nervt tatsächlich. Ja, weil ich einfach erzähle gerade. Leute, die wir unterstützen, die haben ihre Jobs, ihre schwarzen Jobs verloren. So, schwarzen Jobs sagt man nicht. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, genauso fühle ich dann auch Menschen, die dann nicht wissen, oder kennst du das auch, dieses anstrengende, wie sag ich dich jetzt denn, Schwarzafrikaner, weißt du dann, wo man denkt, so, was soll ich denn jetzt sagen, Alter? Ja. Oh mein Gott, wie anstrengend. So. Ja. Genau so eine Situation, weißt du, wo man denkt, was willst du jetzt von mir? Ja. Was soll ich denn jetzt sagen? Da muss ich selber überlegen, wie ich mich von dir genannt haben will, oder? Und das ist halt so oft, ja, gerade in solchen Situationen, also ich hab's davor nicht so erlebt, erst seitdem ich in der sogenannten Flüchtlingshilfe aktiv, dann habe ich überhaupt so eine Diskussion gehabt und ich habe auch wirklich viel gelernt, aber ich bin auch oft so Gott Abtörner, dass ich auch meine Leute nicht mitnehme, ne? Die mich nicht töten. Ich habe es ein paar Mal kursiert, die haben mir Blicke des Todes zu, was wird das, was machen? Also warum nimmst du uns hier mit? Was wollen wir hier? Mhm. Und dann irgendwann aufgehört habe, so zu Vorbereitungstreffen, Demo oder Plenum, so, die verstehen die Sprache, ich muss die gerade übersetzen. Dann, das meiste im Prinzip, die gerade echt eine Scheiße, die sind so, die wollen auf die Straße, die kämpfen, sind scheiße. Punkt. So, was dann jetzt für eine Diskussion über die Orga und wie, was, das interessiert die in dem Moment nicht, weißt du? Das heißt, bringe ich sie jetzt mit, quäle ich sie und verliere sie jetzt wahrscheinlich, weil sie dann nächstes Mal nicht mehr mitkommt, oder filtere ich die wichtigsten Infos und gebe sie weiter und sage, okay, an dem Tag ist eine Demo, weißt du? Ja. Und da ist wieder die Frage, wo ist dann die Macht richtig ausgebildet, ne? Das, was ich meinte mit Macht. Siehst du irgendwo auch so große Momente von, was weiß ich, Zusammenarbeit, Solidarität? Also ich muss da persönlich an 2018, wo ich dich übrigens auch zum ersten Mal live gesehen habe, an die Welcome United Parade in Hamburg denken. War das für dich so ein Moment der Solidarität, wo über Generationen hinweg und über jetzt Colorline oder wie auch immer man es nennt, hinweg zusammengearbeitet wurde? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, auch da gibt es Diskussionen, ne? Die Nonsens sind so ganz oft. Aber die Demo selber, deswegen meine ich, ich habe halt mit meinen Leuten, habe ich die mitgenommen zu den Vorbereitungstreffen, weil ich gesagt habe, mich, so die ich kenne mittlerweile die Reaktion von denen, weil ich habe es oft versucht, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, okay, hier bringe ich die einfach gar nicht mit, ich bringe die Infos zu denen. Und zum Beispiel, wenn man über die eritreische Community redet, ist halt einfach eine große Community bei mir, dass ich die zur Parade mitgenommen habe. Wir haben einen Truck organisiert, die haben alle mitgearbeitet, aber praktisch halt, da waren die sofort dabei, ne? Ja. Und dann haben sie die Demo erlebt und haben diese Solidarität gespürt und dass sie nicht alleine sind, auch für mich, es war so bewegend. Erstmal danach habe ich die angefangen mit zu den Treffen mitzunehmen. Ja. Aber erstmal, und davor war ich das Jahr davor, war ich auch in Berlin, mehr zum Performen, gar nicht jetzt, um da politische Arbeit zu machen oder so, sondern ich wurde mitgenommen zum Performen. Hat mir das reingezogen, dachte, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und dann kam es nach Hamburg, ich habe meine vorbereitet und erzählt, okay, das ist unser Thema. Damit auch gezielt nicht so sehr politisch gehalten bei unserem Truck zum Beispiel, damit es für Leute zugänglich ist. Dass wir den Aufruf machen und sagen, hey, kämpf für die Menschen, die seit Jahren auf Familienzusammenführung warten. Kämpf für die Menschen in Libyen. Und die Leute waren da. Ja. Weil das war deren Thema. So. Und danach haben sie gesagt, wir wollen noch eine Demo. Ich so, alles klar, da haben wir noch ein Training vor uns, Leute. Ja. Sehr und dann gut. Waren sie auch gewillt, weil ich gesagt habe, so, ey, ihr habt keine Parole, der eine sagt, der andere wiederholt, oder die Crowd wiederholt, ne? Dann war das immer so,
Wir schreien laut für unsere Leute in Libyen, die geschlachtet werden. Und die Leute, wir schreien laut für die Menschen in Libyen, die geschlachtet werden. Wir wollen, also keine Parole, gibt's halt auch nicht in Tigrinya zum Beispiel richtig. Ja, das waren auf jeden Fall Momente oder allgemein. Also die Leute, die um mich herum sind, haben mich halt die ganze Zeit getragen. Ich habe kein Geld dabei verdient. Ich habe halt durch einzelne Übersetzungen oder ich habe Übersetzungsaufgaben, Jugendamt, bla 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 mitgemacht so und habe da so ein bisschen mein Geld verdient. Und mein Tank, Essen, das haben Leute mir gebracht. Dann haben wir Hafengeburtstag, ich meinte, ich brauche Geld für Tank, das ist echt teuer für euch, jeden Tag zu fahren. So. Ja. Bin am Tag mit 200 Kilometern dabei. Ja. Und dann haben die immer bei jedem Straßenfest, wo ich eine Option hatte, Essen anzubieten, dass ich gesagt habe, so, okay, ich will Eritrea den Leuten beibringen, unser Essen, so, helft mir. Die haben darauf bestanden, dass sie die Lebensmittel selbst kaufen, selbst zubereiten und mir bringen. Und dann haben wir angefangen, Schichten zu machen. Somit waren die Teil des Ganzen und haben es mit mir erlebt. Und für mich war es auch neu. Ja, also so haben die mich halt immer getragen. Das waren halt wundervolle Erlebnisse. Ja. Zusammen zu kochen, die Bilder danach und ne, die Männer am Schnippeln, die Frauen gucken zu und denken, oh mein Gott, die Männer schnippeln. Das sind halt wunderschöne Momente. Und die Männer natürlich so, ja, das Asmara, das Asmara machen wir. Ja, macht das für die anderen auch. Ja. Ja, also so bilden wir uns eigentlich immer gegenseitig immer weiter. Um zu sagen, hier Beispiel A, Beispiel B. Ja. Ich habe irgendwann mal für mich, ich habe lange so Workshops gemacht für Vereine, das war so mein Dayjob, damit habe ich Kohle verdient und es kam immer wieder die gleiche Frage, oh mein Gott, wir sind so ein weißer Haufen, wie werden wir bunter? Also jetzt, so haben sie es nicht formuliert, aber das war das, was sie sagen wollten. Und ich hatte irgendwann so das Gefühl, so ey, so entsteht halt Community nicht, indem ihr irgendwelche Barrieren abbaut oder so und ich hatte dann oft das Gefühl, gleichzeitig auch manchmal in so schwarzen oder BPOC-Kreisen, dass so Community in Struggle entsteht oder so. Das war mein Erlebnis bei auf jeden Fall. 2018 Fall. Welcome United. Ich habe so den Moment gehabt, dadurch, dass wir alle uns einem gemeinsamen Kampf anschließen, entsteht auch wieder eine Community und das Gefühl ging weiter bei der Unteilbar-Demo in Dresden zum Beispiel. Also da waren wir auf dem Parade-Powerblock, da waren wir mit so, da war die ISD da, da waren Refugee-Organisationen da, da war Tribunal da, da waren weiße Antifas da. Irgendwie war es so eine Community, die da entstanden ist irgendwie, aber im gemeinsamen Struggle. Nicht, wie es so oft ist, wird immer geredet von der schwarzen Community und man fragt sich so, ja, was meint ihr denn damit eigentlich? Ja, gibt es gar nicht in dem Sinne. Finde ich auch. Also man muss ja auch sagen, dass einfach mal ein Großteil der weißen Supporter das alles auf die Beine stellen. Das ist einfach so. Ich als POC, ja, ich bin Teil des Ganzen. Ich bringe meine Crowd mit, weißt du, was ich meine? Ja. Ich bringe das meine Skills mit. Meine Skills sind nicht Gelder beantragen, Sachberichte schreiben. Ich habe nicht 1000 Kontakte zu deutschlandweiten Aktivisten seit 30 Jahren in Dresden oder in Leipzig. Ich habe damit nichts zu tun. Ja. Ohne so eine Weile wäre das gar nicht möglich. Und das finde ich halt immer wichtig im Zusammenspiel, so weißt du? Mhm. Und wir bringen Input, die bringen Input und man tut das zusammen und macht was Großes. Ja. Das ist halt, warum ich auch bis heute immer noch, also wenn ich auch irgendwo rausgehe, ich sage, ich bin Teil von Welcome United, weil das ist für mich ein Teil, das hat mich sehr viel geprägt. Ich habe auch dabei sehr viel gelernt. Ja. Ja, das waren ja auch meine Anfangszeiten, aber da sind wir wieder bei dem Thema mit der Diskussion Schwarz-Weiß-Communities. Weißt du, was für eine Story-Communities? Bei den Demos siehst du zu 80% Migrants, die strugglen. Es sind nicht mal die, die irgendwie hier Aufenthalt haben zum größten Teil. Es sind die, die von Abschiebung bedroht sind, die nach Hilfe schreien. Ja. So, und dann hat man die, die sich politisch damit beschäftigen und dagegen stark sind. Aber wo sind denn die Migrants wie du und ich? Wie viele sitzen davon da? Geschweige denn, dass die überhaupt wissen. Ich frage mich oft überhaupt, wenn ich jetzt nicht da reingeworfen worden wäre, ja? Und dadurch dann die ganzen Leute in den ganzen Antiras und so kennengelernt hatte. Ich hätte keinen Zugang dazu. Ich habe Kollektive aus St. Pauli kennengelernt, nutze mittlerweile Räume kostenlos von irgendwelchen Kollektiven. Ich bin mein ganzes Leben auf der Reeperbahn unterwegs. Ja. Ich wusste nicht mal, dass diese Dinge existieren. Ich war aber jeden Tag auf der Straße unterwegs. Weißt du so? Ja, es ist irgendwie einfach so vielschichtig. Also ich meine, viele beschweren sich ja über, was weiß ich, weiße linke Räume auch zu Recht. Also. Wie kann man Zugänge schaffen, ist für mich immer noch eine Frage. Und zum Beispiel sehe ich mich da auch, und meine Leute, die sind halt echt so, wirklich so close friends. Dann hat man auf jeden Fall einige, die dann so Follower sind und gesagt haben, ey, geil, was ihr hier macht, wir sind dabei. Hast du auch bei uns. Aber im Endeffekt sind es halt meine Homies, die mit mir am Start sind. Weit fernab davon und ich mache denen auch wiederum Zugang.
weißt du? Mhm. Durch mich lernen sie diese Häuser kennen. Das heißt auch für mich die Frage, auch dazu manchmal schwarz auf weiß, was ich oft gefordert habe, ist, gibt uns Räume, die wir selbst übernehmen. Es gibt Kollektive, es gibt Häuser, die irgendwie, keine Ahnung, antirassistisch und bla 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 sind, so, aber ich möchte auch bitte eine Öffnung haben. Mhm. Ich hab doch mal so ein Haus auf Asmaras Wolf. Und dann kann ich nämlich anfangen, Leute bei sich organisieren zu lassen. Weil sonst bleibt es wieder weiß. Ja. Und das ist so eine Kritik, die ich habe an viele Movements. So. Mhm. Ich verstehe deren politischen Kampf, es hat aber nichts mit meinem Kampf zu tun. Wir sind immer darauf angewiesen. Ich musste oft schlucken, wenn ich irgendwelche Weißen vor mir hatte, die rassistisch wurden und ich dachte, ich klatsche die gleich. Wo ich denke, okay, was bringt mir das jetzt? Das fliege ich aus dem Raum hier raus, weißt du? Ja. Und das war so eine Form von Unterdrückung für mich. Und dann dachte, Alter, aber im Endeffekt so, ja, this is not our country. That's the fact. Unsere Leute, unsere Eltern haben keine Grundstücke und haben keinen Kollegen, der ein Haus geerbt hat. Das gibt's bei uns. Ja, ich frage mich auch manchmal, woher die ganzen Datschen in Brandenburg eigentlich kommen. Also ich weiß nicht, wie viele sehr solidarische, coole Menschen ich kenne, die immer diesen Satz sagen, ich fahre meine Datsche nach Brandenburg. Und das ist, glaube ich... Ja, aber das haben wir an unseren Ländern auch, weißt du? Ja, ja. Sag mir, welche von unseren Eltern haben keine Wohnung oder kein Haus in Afrika gebaut in 20 Jahren, weißt du? Ja, das stimmt. Das ist deren Number One Goal. Ja. Genauso wie die Leute, die jetzt kommen. Ja. Die haben ihre Mischnamen, Help My Family, weißt du? Ja. So. Aber wer hat denn hier Grundstück? Wer? Gibt's keinen. Ja. Also, weißt du, und da geht's schon los, finde ich. Was ich immer gemerkt habe, so bei den Weißes, du hast halt die, die seit Jahrzehnten am Start sind, die alle übertrieben miteinander vernetzt sind, was ich so krass feier. Mhm. Ich immer denke, wow, ey, die haben echt Jahrzehnte durchgezogen, mit Kontakt miteinander zu halten, so für eine Sache. Das ist schon mal Hut ab. Ja. Und dann habe ich die ganzen Studenten, die gerade ihren Bachelor oder ihren Master über Politik oder Bebebe machen, die dann da am Start sind, so. Wen sieht man denn noch? Weißt du? Ja, wer ist ja noch da in dieser Landschaft? Wer? Die Leute, die alle von Abschiebung bedroht sind, die nicht arbeiten dürfen, aber die Otto Normalverbraucher, wo sind die? Ja, das ist eine gute Frage. Ey, dann lass uns hier einen kleinen Cut machen und nochmal über zwei kleine Sachen, also ich weiß gar nicht, ob sie so klein sind, aber über zwei andere Sachen sprechen. Einmal über, jetzt haben wir viel über Antira-Arbeit, Community-Arbeit gesprochen. Wir haben davor auch über deine Arbeit mit Asmaras World, dem Verein, gesprochen. Ich dachte noch, also noch zwei Fragen zum Ende. Einmal Frauen-Empowerment, was genau macht ihr da? Und dann können wir noch ein bisschen drüber reden, wie Corona jetzt gerade eure Situation verändert. Also aber erstmal zu dem, was macht ihr genau im Punkto Frauen-Empowerment? Was wir da machen? Genau. Wir stärken die Frauen allgemein in Konflikten. Es gibt ganz viel Gewalt. Hat schon immer gegeben gegen Frauen. Wir halt denen erklären und auch gerade vor allem Empowerment bei Frauen beginnt auch bei der Diskussion mit den Männern. So. Und vor den Frauen, das benutze ich zum Beispiel, da benutze ich die Macht. Mhm. Wir als Supporter haben da eine andere Stellung vor den Männern. Das heißt, sie reden mit uns in einem anderen Ton. Und das haben wir halt oft benutzt, um erstmal die Diskussion mit den Männern zu öffnen und dann wiederum mit den Frauen zu reden und zu sagen, hey, ihr braucht mehr Wissen. Ne? Die Frauen kommen sich her, ganz schnell geschwängert, sitzen zu Hause, haben keine Kinderbetreuung, können kein Deutsch, die Männer wiederum, gibt's ja nicht alle, aber viele sind mittlerweile fit und können sich ein bisschen alleine verständigen. Und da zum Beispiel ganz viele Workshops mit den Frauen. Jobs unter Formulare ausfüllen oder allgemein Formulare ausfüllen. Ja. Computeranwendung. Google-Wissen. Was google ich? Wie google ich? Ja, das wissen die meisten ja nicht. Sowas halt ganz viel. Ja, so ganz viel im Bereich der Bildung auf jeden Fall. Ganz viel. Querbeet. Mhm. Das ist so unser Empowerment-Ansatz. Und dann halt für die Frauen gerade stehen. Und wie gesagt, einer der wichtigsten Punkte, die ich finde, ist die Diskussion mit den Männern. Und auch mit den Frauen. Okay, dann jetzt noch, ich habe noch zwei Fragen für dich mir jetzt hier notiert. Mhm. Und zwar einmal zu dem Thema, was, glaube ich, uns alle gerade viel beschäftigt, und zwar Covid-19-Pandemie oder Corona. Ja. Corona-Morona. Ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr da auch wieder... Du sagst ja oft einfach machen, aber dass ihr da auch wieder als Verein ganz praktische Maßnahmen habt. Und zwar das Sorgentelefon. Auf extrem vielen Sprachen, muss ich mal sagen. Swahili, Tigrinya, Französisch, ja. Englisch, Farsi, Arabisch, Twi und so weiter.
Was genau macht ihr mit dem Sorgentelefon? Oder gibt es das überhaupt noch? Ja, also leider ist es durch. Es war nur eine kurze Last, also eine kurze von einem Viertel haben wir nur 6 Wochen gehabt dafür. Ja. Um mal zu anzutasten, weil das den Bezirk interessiert hat. Leider gibt es dafür nicht mehr Interesse. Also da müssen wir jetzt auch nochmal gucken. Im Endeffekt ging es darum, dass halt viele angerufen haben. Und wir mussten halt alles einstellen am Anfang, ne? Ja. Die ganzen Räume waren geschlossen. Die Anrufe zu gucken, okay, ne, ich hatte wirklich junge Menschen, die auch bei mir angedockt sind oder bei uns und die dann abgestochen wurden und so. Sollte das jetzt auf die Decke gefallen, dass sie monatelang kein Geld mehr haben, dass sie isoliert in den Unterkünften sind, nicht wissen wohin, nicht wissen was, dass da eine Frustration aufgebaut ist und die Menschen sind einfach alleine damit. Es interessiert sich keiner für Flüchtlinge, keiner redet darüber. Ja. Ja, in den jetzigen Monaten haben wir unglaublich viel investiert in die Begleitung über E-Mail und Telefonie, was ein Akt ist. Pro Person dauert das 1,5 Stunden, mal irgendwas an den Start zu kriegen. Und das wird einfach mal gar nicht drüber geredet. Keiner redet darüber. Dass die Aufenthaltstitel abgelaufen sind, Jobcenter hat gesagt, wir zahlen das einfach weiter, gibt uns nur eine Benachrichtigung. Wie? Die Menschen können nicht mal euch eine E-Mail schreiben. Als ob sie jetzt wissen, geh auf die Homepage, klick auf den Button, geschweige denn, dass sie das irgendwie auf ihrem Telefon installiert haben. Also weißt du, das wird erwartet, ein Niveau, was die meisten nicht einhalten können. Mhm. So, und dann haben wir gesagt, Sorgentelefon, rede einfach. Weil unsere Leute, die haben speziell auch unsere Kulturmittler und unsere Sprachmittler eingesetzt, die bei uns am Start sind. So. Wir haben jetzt nicht irgendwie eine Stellenausschreibung gemacht, sondern einfach nur praktisch, was bei uns los ist. Und das angefragt und zum Glück bekommen, dass unsere Leute auch mal ein bisschen Geld verdienen. Weißt du? Ja. Und einfach das Gehör und den Menschen ein Zeitfenster zu geben. Zu sagen, hey, hast Probleme? An dieser Zeit ist jemand für dich da. Na? Leider ist es jetzt gerade durch. Ja. Aber es war halt schon, dass man gemerkt hat, die Menschen brauchen einfach mal jemanden zum Reden. Ja. Und das gibt's halt nicht. Und was macht ihr jetzt gerade? Weil jetzt im November kommt ja nochmal ein Lockdown. Ja. Wie betrifft es euch? Wir sind gut aufgestellt. Extrem Raum, ne? Also Raumproblematik ist halt riesig. Ja. Wir haben nicht genug Platz, um die Menschen irgendwie zu bespielen, aber wir haben auf jeden Fall einen Laden auf St. Pauli, da wo wir auch Erstorientierungskurse beantragt haben und gerade begonnen haben vor einem Monat. Und das ist noch nicht eingeschränkt, somit haben wir noch Kontakt zu den Leuten. Nicht vielen, aber es ist wenigstens ein Zugang. So. Ja. Und jetzt müssen wir auch wieder neu umpolen. So, das ist auf jeden Fall. Aber ja, die Erfahrung. Die Masken sind erstellt über bestimmte Probleme, sei es Aufenthaltsverlängerung, Leistungen beantragen. Da haben wir genug Masken mittlerweile, um einfach Copy-Paste zu machen. Mhm. Also, aber es ist halt die Menschen dann isoliert. Ja, also keine Stoffmasken, sondern so Vorlagen, Textvorlagen, dass man einfach Copy-Paste machen kann bei Anträgen und so weiter. Mhm. Genau. Ne? Das ist halt viel mit Dokumentation und Papierkram, was Menschen einfach noch nicht reißen können. Das ist ja sogar für Hamburger schwer. Ja. Also wir müssen in der Gruppe uns damit auseinandersetzen. Mhm. So, und auch nicht alle machen das. Ich bin einer der wenigen mit noch einer zusammen, die sich damit beschäftigen. Der Rest ist im Praktischen. So, das ist halt wieder die Frage, wen kann man finanzieren, zu sagen, hey, setz dich mal hin und mach mal den ganzen Tag E-Mails. So, das ist ein Aufwand, den keiner reißen kann gerade. Ja. Und somit haben wir jetzt gesagt, so wenigstens über das Sorgentelefon mal eine Statistik zu erstellen und zu sagen, so viele Menschen haben angerufen, das und das sind die Probleme. Und es war halt immer das Gleiche, ne? Isolation, kein Zugang zu irgendwelchen Projekten. Ne? Wir haben aufgrund dessen auch diese ganzen Sachen jetzt wieder mit den Erstorientierungskursen gemacht, weil viel zu viele Frauen und auch Männer, aber mehr Frauen, einfach nicht beschult wurden. Die sind her, wie gesagt, haben Kinder und sitzen zu Hause. So, jetzt ist Corona da, jegliche Freizeitangebote sind weg. Diese freiwilligen Deutschkurse oder wie man sie nennt, wo viele ältere ehrenamtlich dabei sind, die sind alle weg. Gibt's gerade keine mehr. Und darüber redet halt echt keiner. Deswegen habe ich auch gesagt, so. Immer her mit den Fragen. Ja, aber es ist halt wirklich ein Problem. Jugendliche haben auch nichts zu tun, die gehen ein. Ja. Hast du da eine Idee, wie wir das Problem lösen können? Kreativität und Raum schaffen. Überlegen Konzepte, die man, wir haben halt immer kleine Gruppen erstellt, sodass wir das handeln können mit 8 bis 10 Personen, wo wir halt dann gezielt dann Projekte beantragt haben, sodass wir auch eine Bringpflicht haben. Somit haben wir eine Begründung, uns zu treffen. Wir sind so, hey, das ist ein Projekt. Das heißt, wir können uns damit auseinandersetzen und Vereinbarungen angedockt an die Gesetze und so. So und so sind die Bestimmungen. Das ist der Raum, ne? Mhm. Und es damit dann zu gewährleisten. Zwar nicht für alle,
aber so extrem groß jetzt mit Angeboten, wie wenn ich wir haben, so weiß ich nicht, insgesamt 60, 70 Personen, die wir bespielen, so ja. an verschiedenen Orten. Ist halt schon viel, aber verglichen zu Hamburg ist es halt gar nichts, ne? Ja. Aber wenigstens haben wir so fast 100 Menschen, die davon profitieren, mit uns irgendwelche Formen von Workshops, Unterricht zu machen. Und da sind sie auf jeden Fall aus der Isolation raus. Und wir haben auch ganz viel mit Lebensmittelspenden sammeln und so gemacht, was auch wiederum den Menschen zugute gekommen ist. Und das wiederum mehr als die, die wir unterstützen. Ja. Und somit hast du wiederum den zwischenmenschlichen Kontakt. Ja. Ja? So. Einfach mal mit dem Auto rübergefahren in die Unterkunft und sagen, hey, wir haben uns mit einigen draußen getroffen in der Unterkunft. So. Ja. Haben dann Treffen vereinbart und uns draußen getroffen. Geht auch. Ja? Oder den Kindern in der Unterkunft haben wir Schokolade gebracht. Einfach nur Schokolade gebracht. Die haben sich gefreut. Ja, was sind auch die, die uns gesagt haben, hey, wir sind hier so gerade isoliert, unsere Kinder drehen durch. Erstmal, macht mal irgendwas, bitte kommt mal her. So, und dann sind wir halt rüber mit Schokolade gegangen. Einfach mal ein Lächeln. Ja. Und dann hat man schon wieder das nächste Thema, wo man dann sagt, okay, wir gehen grillen. Jetzt geht's zwar nicht mehr, aber sowas haben wir dann halt gemacht, ne? Ja. Wo das dann erlaubt war mit dem Grillen, dann sind wir mal ein Grillfest machen gegangen. Und so holt man die Menschen einfach mit dem praktischen, alltäglichen, gar nicht jetzt so viel überlegt. Natürlich muss man irgendwo Strategien überlegen und sagen, wie kriegen wir das gesetzlich rum? Aber auch, wie kann man kreativ einfach mal, hey, wir treffen uns am Samstag, so. Tschüss. Ja. Und da bekommt man genug, dass was bei denen los ist, ne? Und kann dann wieder neue Termine machen und sagen, okay, du kriegst kein Geld gerade, dein Ausweis ist abgelaufen, wer noch? Und hat man schon wieder, ja. Ich bin als Weltmeister in mir Aufgaben machen, ne? Das muss man sagen. Aber, ja. Okay, ist gleich bald 13:30. Wir haben echt schon lange gequatscht. Das war aber auch sehr interessant. Du musst aber, glaube ich, gleich los, oder? Ja, ich muss los. Ja. Aha. Wir haben gesprochen über Asmaras World e.V., den Verein, für den du arbeitest, über darüber, wie du Aha. zum Aktivismus gekommen bist, was ganz konkret gerade los ist. Dann haben wir auch über Community-Zusammenarbeit gesprochen und über so diesen Unterschied zwischen, naja, ich nenne es jetzt mal intellektuelle Herangehensweise und einfach machen, also wie da manchmal wie so eine Art Kluft dazwischen ist, zwischen denen, die von der Uni Aha. aus Antirassismus machen und denen, die, ich nenne es jetzt einfach mal auf der Straße Antirassismus machen. Du hast es vorhin in unserem Gespräch auch schon mal gesagt. Die Behörden verlangen Sachen, die in der Realität überhaupt gar nicht erfüllbar sind. Also für mich ist es schon auch ein Zeichen dafür, dass wir ja eine Bewegung brauchen, die irgendwie die Arbeit an der Basis verbindet mit irgendwie einer größeren politischen Forderung. Wie können wir als so Anti-Ra-Bewegung die Kluft überwinden und irgendwie wieder ein gemeinsames Projekt finden? Einen gemeinsamen Nenner finden, der nicht so hoch gepolt ist. Also einfach kleinere Schritte eingehen. Mhm. Nicht so hohe Anforderungen stellen. Ne? Die Paraden waren halt in dem Sinne super, weil sie halt an die Teilnehmer nicht die höchsten Anforderungen gestellt hat, halt eine riesige Herausforderung war, aber im Endeffekt war es einfach präsent und erzählt eine Story. Und dass man sich auf so etwas jetzt nicht unbedingt wieder um reden, weil Leute haben keinen Bock mitzureden. Ich auch nicht, muss ich sagen. Ich habe keinen Bock auf 1000 Plenum. Aber Wer hat es schon, ganz ehrlich? Ich finde, es gibt Menschen, bei denen merkt man, da ist die Leidenschaft. Dann hat man die voll gerne Protokoll schreiben, wo ich mal weglaufe und denke, bitte guck mich nicht an. Ich nicht. Ja. aber halt einfach das Praktische mal wieder. Ja. Erst ein kleines Ziel setzen, niedrigschwellig, was halt auch einfach Nutzen hat. Also so Protest ist immer wichtig, bin ich immer dabei, wenn es das Richtige ist, aber nicht unbedingt meine Leute. So. Ja. Und das ist halt, was man auch mal sich vor Augen halten sollte. Und ich bringe auch nicht immer Leute ein, sondern sagen, komm, wir essen zusammen und dann daraus irgendwie Programm zu machen. Mhm. Nicht das, sondern wirklich zu sagen, sich eine bestimmte Community rauszupicken und sagen, was ist euer Ziel? So, was wünscht ihr euch gerade? Und sagen, was ist realistisch, ne? Zum Beispiel, Empowerment im ganz niedrigschwelligen Level. Wie zum Beispiel, was ich meinte, Computerkurs. In Computerkursen machen wir unglaublich viel. Wir sprechen, wir beklönen, wir machen alles. Wir lernen, weißt du? Mhm. So als Beispiel irgendwas, worauf die Leute auch Bock haben. Und das kann man nicht für die Allgemeinheit sehen, sondern man muss sich an die Communities, mit denen man gerade zu tun hat, mehr fixieren. Und gucken, was ist euer Bedarf. Und nicht immer auf die große Masse. Ich will jetzt 3000 Teilnehmer haben, sondern einfach nur so 20. Das reicht ja.
eh dürfen wir nicht mehr gerade in Corona. Aber einfach klein. Klein halten und simpel. Ne? Okay. Und sogar wenn es nicht simpel ist, dann wenigstens umsetzbar. Weißt du, nicht immer dieses ganze in der Anti-Arbeit, so wir wollen jetzt gegen Abschiebung protestieren. Die Leute haben keine Lust mehr, sage ich dir ganz ehrlich. Die haben keinen Bock mehr, die seit 5 Jahren hier leben mit Duldung oder seit 2 Jahren, die haben keinen Bock mehr darüber zu reden oder zu erzählen, wie schlecht es ihnen geht, sondern sie wollen praktische Hilfe. Ja, wie kann ich mich finanzieren? Wie kann ich mich weiterbilden? Ne, wenn man schon über Antira redet, dann redet man über die Menschen, die ganz unten sind in der Stufe, die gar nichts dürfen. So, was kann man tun, um diese Menschen zu unterstützen? Praktisch. Mhm. Nicht theoretisch. Und was können... Einfach die Fragen. Was können unsere ZuhörerInnen tun, um Asmaras World zu unterstützen? Spenden! Spenden, spenden, spenden. Wir brauchen bald ein neues Auto. Mhm. Weil das haben die über eine Förderung, über eine tolle Organisation haben wir ein Leasing-Auto bekommen und ich habe die Kilometer gekillt. Ja. So, Spenden! Bis Dezember kann ich noch rumfahren, danach muss ich gucken, wie ich das mache. Und Auto ist halt bei uns A und O. Gerade in Zeiten von Corona sind wir auf das Auto extrem angewiesen. Sonst können wir die Menschen nicht erreichen. Daher... Spenden. Spenden bitte. Alles klar. Und ja, man findet die Adresse, wo man euch spenden kann, auch wahrscheinlich auf eurer Website. Genau. Ja, das ist auch das Einzige, was wir bitte drauf haben. Ey. Ich muss auch noch mit dran arbeiten. Okay. Aber nee. Die Bankverbindung ist drauf. Mhm. Und wie gesagt, Räume haben wir zum Glück einigermaßen, aber Mobilität fehlt bald. Und das ist ein riesiges Problem für uns. Allein schon wegen der ganzen Spenden, der Lebensmittelspenden. Wo wir pro Woche mindestens 3 Autoladungen voller Lebensmittel haben, die wir verteilen. Ja. Und Hygieneartikel so. Das wird ein Problem, weil es kein Auto mehr gibt. Und dann halt nochmal, wie gesagt, schon Leute zu erreichen, ne? Irgendwo hinzugehen. Daher, das ist so unser aktuelles größtes Problem. Ansonsten kriegen wir das schon hin. Ah, alles klar. Cool. Dann vielen Dank für das Gespräch erstmal. Alles klar. Gerne. Okay, ciao. Ciao.